Halli, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 4 ab ins Schneeparadies. Haben wir wieder ein bisschen Knoblauch? Ja. Wir wünschen uns immer noch, dass wir drei Wildtierangriffe unbeschadet überstehen. Und deswegen schicken wir eine von euch schon mal herumwandern, herumspazieren. In den Wald. In den Bambuswald. Und du wünschst dir 10 ausgezeichnete Strickprojekte abzuschließen. Was war denn dein letztes ausgezeichnete Strickprojekt? Bunte Socken. Der Pullover ist legendär. Ja, dann machen wir nochmal so einen Pullover. Den hat sie eben gestrickt. Das sollte ja drin sein. Stricken, Strickkleidung, Pullover. Du könntest ja mal einen für dich machen. Ich glaube, das wäre auch eigentlich ihr Stil. Und dann haben wir ja hier auch noch diesen architektonischen, archäologischen, wollte ich sagen. Wie ist jetzt schon unterwegs benommen, plaudern. Oder nee, nein, du sollst nicht plaudern. Geh! Wo ist er? Plaudern. Da ist er. Gut, aber ihr steht da, der Architekturtisch. Wir haben hier nämlich noch ganz viele Dreckklumpen, um die wir uns mal irgendwie kümmern müssen. Und dann können wir auch mal hier ein bisschen das Inventar aufräumen. Hier ist so viel los. Als hast du Hunger, als hätten wir mal. Naja. Was wollte ich? Was wollte ich? Was wollte ich? Kennt ihr das? Wenn ihr einfach nicht wisst, was ihr wollt. Ah, wir haben ganz viele Fotos. Die sind auch einfach nur zum Verkaufen, ne? Weil wir Geld brauchen. Na, ist auch egal. So. Fancy Musik. Ich habe dir für heute deinen Wunsch. Ich weiß zwar nicht, welches Bestreben wir dir dann geben. Und ach, vielleicht könnt ihr ja Kentaro einziehen und wir fangen an, eine Familie zu gründen. Oder wir müssten. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Interessiert euch die Let's Play-Reihe noch? Sollen wir anfangen, eine Familie zu gründen? Oder wollen wir sagen, wir haben hier genug gesehen, kriegen ihren Wunsch eh nicht erfüllt, wir schließen das hier ab? Ich habe mittlerweile ganz lieb gewonnen und ich glaube, dass man halt. Wenn man hier. Oh nein, du hast Hunger! Nein, okay, ich mache das gleich, Boogie. Aber wenn ich das aufhöre, das Strickprojekt, dann habe ich nicht angefangen. Ich habe die mittlerweile ganz lieb gewonnen, unsere beiden Simsies. Und ich glaube, ich stelle sie mir auch witzig vor, in so einem Haus, vielleicht in so einer Doppelhaushälfte. Und jeder fängt so an, ein bisschen erwachsener zu werden, sein Leben zu leben. Und dann kann man ja mal Kind gucken, was Kinder hier so können in dem Spiel. Vielleicht habt ihr ja eine Idee dazu, was man machen kann. Das war nicht legendär, würde ich sagen. Normal. Der Schrank, vielleicht haben wir ja einfach. Vielleicht geht es uns ja nicht gut genug. Oh, wir haben so viele Eigenschaften mittlerweile. Das geht sogar. So langsam könnten wir uns was essen nehmen. Mal gucken. Dir geht's noch gut? Bist du denn so müde, Luisa? Immer noch bei eins? Ja. Klick. Schön hier. Ah. Ist das schön hier? Es ist wunderschön. Hey, warum füllst du denn nicht deine Schüssel? Warum füllst du ja seine eigene Schüssel? Warum tust du das? Boogie! Boogie, geh nicht weg! Warum geht Boogie raus? So, jetzt füll mal bitte Boogies Schüssel. Nein, doch. Schaffst du schon? Go, Luisa, go, Luisa, go, Luisa. Ein bisschen Hundefutter, bitte, da, Boogie. Jetzt esse ich was. Mir stinkt es. Hast ein Häufchen vor die Tür gesetzt.
Monika wurde nicht angegriffen. Sie ist einfach nur völlig fertig. Und Luisa muss sich jetzt nochmal schnell fertig stricken. Vielleicht haben wir ja Glück. Und dann, ich weiß nicht, früh ins Bett gehen und dann noch ein bisschen rauszögern. Dass wir nicht zu früh wieder aufstehen. Ja, Kaori, es tut mir leid. Ein paar Sachen kann sie ja schon mal. Ach, 1350. Festival! Dann musst du schnell ins Bett. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal schnell, auf dem Festival vorbeizugucken. Schlafen. Dir geht's mittlerweile ganz gut? Was wird mit dem Festival? Doch, das weiß ich auch nicht. So, jetzt sind wir auf dem Festival. Und Kaori kommt auch mit. Sehr schön, Kaori, komm her. Wir schließen uns den Witzpolden an, oder? Schließen uns mal den Witzpolden an. Und wir haben Kentaro auch mitgebracht. Und vielleicht sollten wir mal was trinken. Spezialgetränk zubereiten. Amorsnektar. Nee, aber du könntest dir was bestellen, mein Engelchen. Guck mal, wir haben einen Barkeeper, eine Mixerin. Ist Penny? Entschuldigt, ich muss mich mal anders hinsetzen und schlafen meine Füße ein. Penny, ja. Penny ist ein Spaßvogel. Wir können ja ein bisschen Spaß mit unserer Penny. Die trägt aber ein schönes Oberteil. Freundlich vorstellen. Und du könntest dich auch freundlich mal vorstellen. Wir sind nämlich schon mal ein Spaßvogel. Aber wir leuchten noch nicht. Warum leuchten wir noch nicht? Warum leuchtest du noch nicht? Eine Bar. Oh. Das. Was, Kentaro? Guck mal, da ist er. Hallo, Kentaro. Liebevoll umarmen. Lisa ist jetzt auch ein Witzbold. Wir sind jetzt alle ein Witzbold. Wo ist denn deine Freundin? Verlobte? Lisa, wo ist denn deine Verlobte? Ihr sollt euch mal ein bisschen verspielt. Eben war sie halt mega kokett. Überzeugen, dass der Tee des Tag verschönern. Frag ihn mal, ob er über Nacht bleiben möchte. Oder auch nicht. Spiel, danke. Sei mega langsam. So. Wo ist sie denn? Sie wollte doch vorbeikommen. Wir hatten sie doch eingeladen. Na, machen wir mal ein bisschen Spaß mit Penny. Penny ist auch mal eine hübsche. Freundlich vorstellen. Ja, sie leuchtet lila. Ich wollte gerade fragen, leuchtet denn überhaupt lila? Lohnt sich das, dass wir uns sie vorstellen? Hallo Penny. Ich bin ganz witzig. Ich trage meine Schneekleidung auch auf ein Spaßfestival, weißt du? Ich bin ein sehr witziger Mensch. Vielleicht sollte ich mich umziehen. Ja, Penny, da hast du recht. Ja, ich veräpple dich jetzt, weißt du? Warum geht das nicht? Lustig. Warum kann ich nicht so ein Scherz-Dingsbums machen mit dir? Outfit. Ändern. Wir können es auch ausziehen. So ist ja nicht. Hallo, Spiel. Warum können wir nicht. Guck mal, sie ist ein Spaßvogel und wir sind Streichelspieler. Haben wir nichts getrunken von dem Tee? Wir haben noch was dunklen Tee einschenken. Haben wir doch gemacht, oder? Müssten wir da nicht so Spaßvogeldinger machen können? Ist er ein Spaßvogel? Ja, er ist ein Spaßvogel. Freundlich vorstellen. Und du? Du bist einfach nur erwachsen. Gesundheit. Gesundheit. Lampen? Festival-Souvenirs kaufen. Können wir jetzt so. Warum bist du denn so langsam, Spiel?
Ach so. Sie trinkt jetzt nochmal, aber sie hat sich ja den Spaßvögeln schon angeschlossen. Den Scherzkeksen. So. Irgendwie will es heute nicht so mein Spiel. Wenigstens ist das Grundstück da, ne? Das gab es ja auch schon ganz anders. So, du sollst aufhören zu reden. Ich möchte, dass du was kaufst. Kaufen. Monika hat die Gunst der Ahnen erfahren. Warum hat Monika den Gunst der Ahnen erfahren? Du sollst hier Menschen veräppeln. Wenn ich drauf drücke, Spiel. Drück. Möchte ich gern hier dieses... Drück. Drück. Rück! Gut. Danke. Wer erzählt denn da was? Schummerdobabadab. So. Du bist ein bisschen verrückt gerade, kann das sein? Nee, wir wollen nichts kaufen. Ich dachte, hier gibt so diese Lichter. Guck mal, er ist auch ein Streichespieler. Wir sind auch Streichespieler. Heißen die Streichespieler? Guck mal, Erwin. Da. Da können wir witzig sein. Bei Erwin. Sehr gut. Wir sind doch die Witzbolle. Ich will gewinnen. Ganz dolle will ich gewinnen. Und Marco ist auch ein Spaß. Jetzt. Ha. Nee, er ist ein Witz. Nee. Freundlich. Danke, Spiel. Wenigstens hat unsere Schwester jemanden. Oh, guck mal, da ist Tina Caliente. Ah, da ist Go! Guck mal, wer da ist. Stopp, Spiel. Guck mal, wer da ist. Hi. Knuddeln. Und die ist so süß mit ihren kleinen Haaren. Ewige Liebe erklären. Sofort heiraten auf ein Spaßfestival. Ich glaube, das ist kein gutes Omen. So, du bist ganz witzig, sehe ich. Wo ist eigentlich dein Freund? Spaßvogelsabotage andeuten. Wie lange geht denn das immer? Es geht ihnen zwar jetzt ein bisschen besser als vorhin, aber so ganz auf der Höhe sind sie noch nicht von den Bedürfnissen. Überzeugen, dass der Tee witzig ist. Giftig ist, nicht witzig. Ich bin auch ein witziger Tee, wirklich. Witzpolde liegen mit 5 in Führung. Halte dich an, mach weitere Interaktionen, damit es weiterhin in Führung liegt. Okay. Schelmfähigkeit, Level 3. Erwin. Geil, guck mal, Erwin ist so einer. Ach, wie schön. Ich hoffe, sowas hauen sie nicht nochmal raus. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Oh, ich höre. Stopp, Spiel. Stopp, stopp, stopp. Wo ist das Feuerwerk? Feuer, Feuerwerk. Da ist das Feuerwerk. Oh, ich mag Feuerwerk. Ah. Oh. Also mit mir macht Silvester feiern richtig Spaß. Ich finde ja so geplante Feuerwerke, also jetzt nicht so Boxen, aber so Feuerwerke, wo sich Menschen hinsetzen, die Ahnung davon haben, wo es wirklich
wirklich schöne, so wie bei diesen Feuerwerkswettkämpfen in Hannover im Herrenhäuser Gärten oder generell in den Herrenhäuser Gärten mit einem kleinen Fest im großen Garten und so. Die finde ich wunderschön. Und bei dem Geknalle am Silvesterabend, wenn jeder betrunkene Idiot mit Sprengkraft in die Hand bekommt, da bin ich dagegen. Da bin ich auf der Seite meines Hundes und meines Katers, die jedes Mal durchdrehen. Ich weiß gar nicht, wie meine Tiere das sehen, wie mein Gecko das finde, also meine Geckos das finden und meine Spinne. Ich hatte sie zwar Silvester, aber Silvester war ja knallen verboten dieses Jahr. Wir haben gewonnen! Also ich bin echt mal, wo ist er denn, dein Liebster? Da. Hallo, du. Volksmärchen über einen hungrigen Affen erzählen. Nein. Das klingt so ausladend. Nein, Wolfgang, dich möchte ich nicht. Ich möchte meinen Freund. Hallo. Tratschen. Sie ist ein bisschen überdreht, kann das sein? So ein bisschen? respektvoll. Forscher, warum kennen wir sie nicht? Huch, warum hat er. Was war das? War das diese Gunst der Götter-Ding? Nee, der Ahnen, ne? Warum kennen wir sie nicht? Irgendwas war da auch, Lupus, dass wir sie nicht erreichen konnten und so. Oh, wir können mal einen Tag ins Spa gehen. Oh, was haltet ihr davon, wenn wir mal einen Tag ins Spa gehen? Da, reden wir mal über irgendwas Unbefängliches. Ich habe mich schon immer gewundert, warum sie nicht in den Listen aufgetaucht ist, wenn ich irgendwo hinfahren wollte und das mit Luisa ausgewählt hatte. Unsere Stühle sind weg. Jemand hat uns unsere Stühle geklaut, Leute. Es ist 1 Uhr nachts. Ausgangssperre, Leute. Ausgangssperre. Ihr seid wenigstens alle frei von Corona. Seid froh, Sims. Alle gehen nach Haus. Ich glaube, wir sollten auch nach Haus gehen. Sagen wir einfach mal, wir machen Schluss an dieser Stelle. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr irgendwie was schreiben würdet, ob wir weiter hier bleiben wollen, ob wir ein Haus bauen, also uns ein Haus runterladen, ein Doppelhaus, ob wir älter werden, Kinder kriegen. Heiraten, ins Spa gehen. Wir können ja noch campen fahren. So ein bisschen ist was, wir können echt versuchen, mal ihren Wunsch zu erfüllen. Diese zwei Wildtierantreffe sollten wir auf jeden Fall noch schaffen, aber das ist mit dem Snowboarden. Vielleicht müssen wir es nochmal mit dem Klettern versuchen. Aber naja, auf jeden Fall würde ich mich sehr da über eine Rückmeldung freuen. Und das war's erstmal. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Let's play die Sims 4 ab ins Schneeparadies. Schön, dass ihr da wart. Tschüss.